Wenn ich mir neue Schuhe kaufe, ist das schon nicht so ganz leicht. Ich habe nämlich Größe 45, da ist die Auswahl nicht mehr so ganz so toll. Aber der größte Mann der Welt, der hat nun wirklich echte Probleme. Der wohnt in der Ukraine und hat Schuhgröße 63. Nun ist er auch 2,59 Meter groß, aber trotzdem, so ein paar Schuhe Größe 63 kostet dann auch noch um die 5.000 Euro. Und angefertigt werden diese Elbkähne, na klar, Elbkähne, hallo, in Hamburg, Susanne Waldschlegel berichtet. Wenn Gerhard Klöpper einmal im Jahr die Ukraine besucht, dann ist es für ihn Ehrensache, bei Leonid Statnik vorbeizuschauen. Der 2,60 Meter Mann ist viel zu bescheiden, um sich ausdrücklich etwas zu wünschen. Aber er weiß, dass sein deutscher Freund für ihn eine Überraschung im Gepäck hat. Dieses Mal hat der Hamburger Autohändler Schuhe dabei, wahre Elbkähne, die so exquisit gearbeitet sind, dass sie nur 700 Gramm wiegen. Das ist wichtig für den Ukrainer, dem seine Riesengröße zunehmend Probleme macht. Der 36-Jährige wächst noch immer. Eine Gehirnoperation im Alter von 14 Jahren hat das unkontrollierbare Wachstum ausgelöst. Seinen Beruf als Tierarzt kann Leonid nicht mehr ausüben. Das Geschenk aus Deutschland ist für ihn eine große Erleichterung. Er war von den Schuhen wirklich begeistert. Das kann ich schon sagen. Was haben Sie denn als nächstes für ihn vor? Ja, als nächstes werde ich ihm wohl ein paar Sakkos kaufen oder anfertigen lassen und vielleicht einen Anzug oder so. Und dann habe ich vor, für ihn ein Auto bauen zu lassen, dass er auch mit dem Auto durch die Gegend fahren kann. Die Schuhe hat der Hamburger Schuhtechniker René Krüger zusammengebaut. Schaft und Sohle sind von den Firmen Spengler und Tanner gespendet worden. Insgesamt hat das einmalige Stück einen Wert von 5.000 Euro. Ich habe schon viele Schuhe gebaut, aber so was Großes haben wir oder wir noch nicht gebaut. Welche Probleme gab es denn da? Mit dem Halten des Schuhs, der ist so groß, also das ist jetzt Schuhgröße 63 und die größten Schuhe, die wir mal gebaut haben, war Größe 45 und das ist ein ganz anderes Gefühl, diesen Schuh an der Maschine zu halten. Einmal abrutschen an der Maschine und entweder ist die Hand oder der Schuh hin. René Krüger musste all seine routinierten Handgriffe vergessen und sein Handwerk mit größter Vorsicht ausüben. Wenn das Oberleder verletzt worden wäre, hätte es wieder Wochen gebraucht, bis Ersatz geschaffen worden wäre. Eigens für den schwergewichtigen Riesen Leonid, der, so nimmt Krüger an, sicher an Plattfüßen leidet, hat der Schuhtechniker eine sogenannte Pilote in den Schuh gebaut, die den Fuß stützt. Der Leisten ist nach einer Zeichnung angefertigt worden, die Gerd Klöpper von seiner letzten Kiew-Reise mitgebracht hat. Eine etwas unsichere Angelegenheit. Aber da die Quadratlatschen auf Zuwachs geschnitten sind, ist die Passform kein Problem. Gerd Klöpper hatte sogar Riesenwollsocken im Gepäck, falls die Schuhe doch nicht ganz passen sollten. Der 65-jährige Autohändler ist ein gern gesehener Gast in Kiew. Alljährlich bringt er Geschenke für die Kinder von Tschernobyl mit. Auch dieses Mal wieder widmet ihm das Staatsfernsehen einen eigenen TV-Beitrag. Jährlich kommt er aus Hamburg in Kiew trotz Lebens- und Zollamtshindernisse. Hier ist er von Tschernobyl-Kindern gewartet auf. Die Anreise von Gerhard Klöpper ist der echte Feiertag für sie. Das nächste Mal wird Gerd Klöpper sicher mit einem ganz besonderen Auto anreisen. Wahrscheinlich mit Gaspedal im XXL-Format. Wir lassen uns überraschen.